Ja, hallo Thomas. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinen 250 plus Abos. Ich habe heute nochmal nachgesehen, es sind schon wieder über 250. Und ja, alles Gute dafür. Du hast uns ja eine Aufgabe gestellt für dein Giveaway. Wir sollen mal ein bisschen über, ja, wie wir das finden, den Paragraph 42a, drüber unsere Meinung mal zu äußern. Und fangen wir mal gleich an. Also meiner Meinung nach ist dieser Paragraph 42a, ja, meiner Meinung nach funktioniert er nicht richtig. Weil, wie du schon in deinem Video gesagt hast, ist, wenn man so ein kleines Messer mit Daumenpinnen aufmacht und im Gegensatz so ein wuchtiges Opinel darf ich in der Öffentlichkeit führen, ohne Probleme. Ne? Gut, hier. Aus Spyderco, gut. Wuchtige Klinge, eine Hand öffnen. Ja, gut. Gut, vielleicht nicht das beste Beispiel dafür. Aber meiner Meinung nach, ich weiß nicht, also ich habe, seitdem ich klein bin, irgendwie immer ein Taschenmesser und so, und ich habe damit noch nie irgendeinen Quatsch angestellt. Sei es, ob es 42a konform ist oder nicht. Ne, auch hier so Fahrtenmesser. Also jeder, der so eine mit Messern irgendwie als Kind schon angefangen hat, der hatte auch so ein Herberts Fahrtenmesser oder ein anderes. Und ich kann jetzt für mich sprechen, ich habe damit eigentlich noch nie irgendwie Mist gebaut. Ne? Klar hat man sich schon mal einen Finger geschnitten oder so, aber das ist nicht der Kern der Sache. Also man hat damit kein, ich sag mal, Quatsch gemacht. Und ja, also ich finde jetzt, weiß ich nicht, also ich finde, das ist halt Haarspalterei, das mit dem Einhand öffnen. Gut 12 cm. Bei Fixed Blades, ja, kann man super was mitmachen. Also bis 12 cm reicht ja im Endeffekt. Da wäre es mir im Endeffekt egal. Und ich sag mal so, was drüber ist oder so, gut, in der Öffentlichkeit trägt man es jetzt nicht. Also so ein Glock mit 16, 17 cm Klinge, ja, muss jetzt nicht sein. Das ist mir dann okay, meiner Meinung nach. Also das mit dem 42, ja, bis 12 cm. Aber wie gesagt, jetzt halt so ein kleines kleinen Folder halt, der einen Daumenpin hat oder so ein Flipper oder so. Also wie gesagt, das finde ich ein bisschen affig, dass sie das so gemacht haben. Ne? Ja, und du wolltest ja wissen, welches Messer beziehungsweise, also welches Messer dann tragbar wäre. Paragraph 42a, wenn es erlaubt wäre. Also bei mir wäre es so ein Bootdecker, so eine Art Stiefelmesser, was beidseitig angeschärft ist oder halt in der Tanto-Variante. Das wäre ziemlich cool, so im Winterstiefel drin. Aber ist da es ja beidseitig angeschliffen ist, verboten. Das wäre so halt meins. Gut, Thomas, dann wünsche ich dir noch eine Menge Abonnenten und mach weiter so mit dem Kanal. Ist echt klasse. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und tschüss.